Du hast Rückenschmerzen, immer mal wieder oder jetzt akut und hast die Befürchtung, Mensch, vielleicht habe ich einen Bandscheibenvorfall. Dazu machen wir einen einfachen Test und hinterher weißt du mehr. Ina und ich erklären dir, wie du den Test machen kannst. Bitte, Ina, leg dich einfach mal auf den Bauch. Es kann übrigens sein, dass schon das dir in den Rücken reinzieht. Und das ist schon, ja, ich will jetzt nicht sagen ein Alarmzeichen, aber zumindest schon ein Zeichen, dass dein Hüftbeuger sehr, sehr angespannt ist, sodass du nicht die Beine gerade machen kannst. Ja? Jetzt ist die nächste Stufe des Testes. Du arbeitest dich mal ganz, ganz langsam auf deine Ellbogen hoch, auf deine Unterarme, sodass der Körper sich immer ein bisschen mehr abhebt. Ja, zunehmend abheben und wenn da jetzt schon größere Schmerzen geschaltet werden, dann ist die Spannungssituation, ja, die ist schon beträchtlich. Das muss noch nicht heißen, dass du einen Bandscheibenvorfall schon hast, aber das heißt, dass vorne alles viel zu kurz ist. Geh nochmal jetzt auf die gestreckten Arme vielleicht, geh noch höher, genau, und heb ruhig die Leisten mit ab und drück dich mal hoch, jawohl. Also im Normalfall solltest du locker so durchhängen können. Jetzt mach dir keine Sorgen, auch wenn du nicht so durchhängen kannst, ja, dann bleibst du einfach mal in der Position einen Moment und gehst langsam wieder runter, ja, kommst wieder hoch, stellst dich hin oder gehst mal in den Kniestand, genau, und fühlst jetzt mal in deinen Rücken rein. Meistens ist es jetzt deutlich leichter, vielleicht noch nicht weg, aber deutlich gemindert. Das ist ein starkes Anzeichen dafür, dass die Spannungen vorne und dann die reaktiven Spannungen hinten schon sehr hoch sind. Deswegen, weil wir die jetzt ein bisschen abgebaut haben, fühlst du dich ein bisschen leichter, die Rückenschmerzen sind ein bisschen geringer und dann weißt du schon, aha, die Schmerzen, die du ab und zu mal hast oder auch akut jetzt hast, haben mit einem Bandscheibenvorfall nichts zu tun. Weil, wenn du schon einen hast, dann ist er jetzt noch drin. Jetzt einen Schritt weiter. Selbst wenn du schon eine Vorwölbung hast, selbst wenn du schon einen Bandscheibenvorfall hättest, wenn du die Schmerzen wegbekommst, lass da nichts dran machen. Guck, dass du schmerzfrei bist. Und sobald du keine oder solange du keine Probleme hast, kannst du das dabei belassen. Und letztendlich ist es egal, ob du einen Bandscheibenvorfall hast oder nicht. Weil wenn du keine Schmerzen hast, dich voll bewegen kannst, ja, gibt es keinen Grund zu handeln. Man weiß aus vielen Untersuchungen, dass ganz viele Menschen Bandscheibenvorfälle haben, von denen sie gar nichts wissen. Oder andere haben keine und haben trotzdem Schmerzen. Also dieser Zusammenhang ist ein ganz, ganz großer Irrtum in vielen, vielen Fällen. Deswegen kannst du beruhigt sein. Wenn du auch nach diesem Test noch Fragen hast, dann schreib die bitte unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn du gleich was für deinen Rücken tun willst, um die Spannung zu mindern und um die Wahrscheinlichkeit eines Bandscheibenvorfalls immer weiter zu verringern, klicke hier auf die Infocard, da findest du die entsprechende Übung. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wir wünschen uns einen Daumen nach oben, Ina und ich. Und falls du unseren Kanal noch gar nicht abonniert hast, mach das jetzt bitte gleich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.